Es ist ein kompliziertes Verfahren, mit dem die römisch-katholische Kirche feststellt, ob ein Verstorbener als selig bezeichnet und verehrt werden darf. Der Ruf der Heiligkeit des Anwärters spielt dabei eine wichtige Rolle. Und nicht selten der Umstand, dass ein künftiger Seliger für seinen Glauben in den Tod gegangen ist. So war es auch bei Anton Durkovic, einem österreichisch-rumänischen Bischof, geboren im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg, der 1951 als Opfer der stalinistischen Staatsgewalt in Rumänien sein Leben lassen musste. Am 17. Mai, seinem Geburtstag, wird Anton Durkovic nun selig gesprochen. Klaus Thier weiß mehr. Die Kirche von Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich. Der Geburtsort des neuen Seligen, Bischof Anton Durkovic, widmet diesem eine Ausstellung. Ein Österreicher, der in Rumänien lebte und dort auch zu Tode kam. Pavel Balint ist rumänischer Herkunft, stammt aus dem Teil des Landes, in dem auch Anton Durkovic aufwuchs. Den neuen Seligen bekannt zu machen, das war in den vergangenen zwei Jahrzehnten eines der Hauptanliegen des Pfarrers von Deutsch-Altenburg. Auch viele Zeitzeugen hat er befragt. Wie die Priester erzählen, er war ein Asket. Das heißt, er war sehr für das Gebet, für die Meditation, für die ernste Seite des Lebens. Konnte nicht anders, weil er so war. Auf die Spuren dieses Asketen hat sich Pfarrer Balint begeben. In Rumänien und in Durkovics Geburtsort Bad Deutsch-Altenburg. Im Taufbuch der Pfarre wird am 17. Mai 1888 die Geburt des kleinen Anton vermerkt. Sohn der Schneiderin Maria und des Hilfsarbeiters Franziskus. Nach dem frühen Tod des Vaters übersiedelt die Mutter 1894 mit ihren zwei Söhnen zu einer Tante, die in Rumänien lebt. Anton entscheidet sich, Priester zu werden. Bis 1911 studiert er in Rom und kehrt dann nach Rumänien, nach Bukarest zurück. . 1924 steigt er zum Rektor des erzbischöflichen Priesterseminars der Hauptstadt auf. Mehr als 20 Jahre später, 1945. Mit der Machtübernahme der Kommunisten in Rumänien ändert sich die Lage der Kirchen. Das neue Regime schränkt die Religionsfreiheit ein. Katholiken gelten als potenzielle Agenten des Westens. Verfolgung des Glaubens. Glaubst du, betest du, warum? Und warum tut der Pfarrer nicht das? Der Ortspfarrer von meiner Heimatpfarre hat oft in verschiedenen Häusern übernachtet, auch bei meinen Großeltern, Eltern meines Vaters, hat der Ortspfarrer Martin Perzak auch übernachtet, aus Angst, dass er verhaftet wird. Während der Nacht. Die Zeit des Stalinismus. Schwere Zeiten. Im April 1948 wird Anton Durkovic Bischof. Er fragt, ob er Nein zur Weihe sagen darf, doch Rom lässt ihm keine Wahl. Ich bin gezwungen worden, diese Last zu tragen, so wie Jona, schreibt Durkovic. Im Zuge des sowjetisch-rumänischen Freundschaftsvertrags wird auch eine Kultusreform beschlossen. Der Religionsunterricht an Schulen wird abgeschafft, Priester sollen allmählich zu Sozialarbeitern werden und ihre Bindung an Rom aufgeben. Der rumänische Parteiführer Petru Groza bürgt für die Umsetzung des Programms. Josef Stalin darf zufrieden sein. Bischof Durkovic wehrt sich gegen diese Maßnahmen. Eine Broschüre enthält Briefe aus dieser Zeit. Ihr Titel: Ich stimme nicht zu. Der Regime wollte auch die Spaltung machen, Spaltung von Rom, keine Verbindung mit Rom, aufgrund, was sie in Russland gemacht haben oder weiß nicht, was sie sich vorgenommen haben, aber die wollten die römisch-katholische Kirche und auch die griechisch-katholische Kirche von Rom trennen.
was die griechisch-katholische Kirche nicht wollte und was die römisch-katholische Kirche auch nicht. Die römisch-katholische Kirche wollte ein Statut unterschreiben und sind mit einem Vorschlag zum Regime gekommen. Und dieser Statut wurde nicht genehmigt. Alle Versuche, einen Kompromiss zu erzielen, scheitern. Bischof Anton Dorkovic wird von der Geheimpolizei Securitate verhaftet. 1988, Bad Deutsch-Altenburg. Leidensgenossen des Bischofs und einfache Gläubige gedenken Anton Dorkovics anlässlich seines 100. Geburtstags. Ein Mahnmal wird enthüllt vom Wiener Erzbischof Kardinal Hans-Hermann Grohr, dort, wo das Geburtshaus von Anton Dorkovic stand. Einer der Teilnehmer erinnert sich daran, dass der Bischof am 26. Juni 1949 von der Polizei behindert wurde, mit dem Auto zur Firmung zu fahren. Ein Priester habe ihm darauf gesagt: Sie müssen unbedingt zur Firmung kommen. Und wenn Sie nicht kommen, dann sind Sie ein Feigling. Darauf hat Bischof Dorkovic gesagt: Gut, ich komme gleich. Dann ist er mit einem Begleiter, mit Pfarrer Friedrich, zu Fuß zur Straßenbahn gegangen. Auf der Straße sah er die Sicherheitsbehörden mit der Straßenbahn bis ans Ende der Straßenbahn gefahren und dort dann zu Fuß noch 3 Kilometer bis zur Pfarrei gegangen. Und während sie auf der Straße gehen zu dieser Pfarrei, hält ein Auto der Polizei. Es springen 3 Polizisten raus und drängen die 2 Priester ins Auto rein. Und damit waren sie verschwunden. Etwa 2,5 Jahre später, am 10. Dezember 1951, stirbt der Bischof, krank und unterernährt, in der Haft. Der Totenschein von Bischof Anton Dorkovic, ausgestellt im Gefängnis von Sieget. Das Grab seiner Familie in Bad Deutsch-Altenburg, hier erinnert eine Inschrift an den Bischof. Und auch der Pfarrer erinnert an den neuen Seligen. Mit einer kleinen Hymne, die er selbst komponiert hat. ...2008 schickte die Diözese Iași in Rumänien eine Urne mit Erde vom Friedhof der Stadt Sieget. Eine symbolische Geste. Dort wurde Anton Dorkovic an einem nicht näher bezeichneten Ort begraben.